Ja, hallo, mein Name ist Stefan Körner. Ich bin Pirat seit 2009. Eine der ersten Aktionen, die ich bei den Piraten gemacht habe, war, mir einen Twitter-Account anzulegen, weil ich festgestellt habe, ohne Twitter kommt man bei den Piraten nicht vor. Und das, was ich dazu gebraucht habe, war ein Twitter-Nick. Und der ist Secor. Unter dem Namen bin ich inzwischen auch zu finden. Meine Domain secor.de ist inzwischen relativ bekannt. Zu den Piraten bin ich gekommen, weil ich das Gefühl hatte, dass bei uns Menschen Gesetze zum Thema Netzpolitik machen, die von Netz keine Ahnung haben. Und ich habe zwei Töchter und ich wollte denen eine Welt hinterlassen, in der man auch kommunizieren kann, ohne rundum überwacht zu sein. Ich bin Softwareentwickler, ich bin Freiberufler, ich bin 44 Jahre alt, ich kenne mich mit IT ein bisschen aus und das ist der Grund, warum ich glaube, dass ich bei den Piraten richtig bin. Es gibt zwei Punkte, die mir wirklich am Herzen liegen, die ich auch wirklich vorantreiben möchte oder voranbringen möchte, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, indem ich ein Bundestagsmandat habe. Und zwar geht es einmal um das Thema soziale Gerechtigkeit. Ich finde Hartz IV als extrem ungerechtes System. Das ist ein System, das weg muss. Die Sanktionen, die dahinter stecken, machen den Leuten Angst. Und ich will nicht, dass man in einem solchen reichen Land wie wir in Angst lebt. Das andere Thema, das ich voranbringen möchte, ist das Thema Netzpolitik. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass die Gründerväter der Bundesrepublik das Thema Fernmelde- und Postgeheimnis im Grundgesetz aufgenommen haben. Es ist für eine Demokratie wichtig, dass man kommunizieren kann, ohne dass man dabei überwacht wird. Wenn ich heute eine E-Mail schreibe, in der das Wort Bombe vorkommt, kann ich relativ sicher sein, dass diese E-Mail automatisiert oder möglicherweise von Hand nach geprüft oder kontrolliert wird. Das heißt, ich falle dann in ein Raster, das einfach falsch ist. Und ich denke, dass wir da im Ansatz in eine Richtung uns entwickeln, die verkehrt ist. Politik war immer etwas, was ich den anderen überlassen habe. Ich habe alle 4 Jahre gewählt und ansonsten war mir das relativ gleichgültig. Allerdings wusste ich, wie das Internet funktioniert. Und ich wusste, dass das, was Frau von der Leyen damals erzählt hat zum Thema, wir müssen das Internet sicherer machen, einfach falsch war. Dass sie einfach Dinge erzählt hat, die grundsätzlich verkehrt sind. Und da war dann für mich einfach klar, die erzählen ja in der Politik alles nur, um ihre Agenda durchzubringen. Und demzufolge muss man es möglicherweise dann selber besser machen. Ich bin davon überzeugt, dass die Welt sich schneller verändert als eine etablierte Partei diese Veränderungen in sich aufnehmen kann. Ich glaube, dass alle 30, 40 Jahre der Zeitpunkt ist, wo eine neue Partei entsteht, die einfach diese Veränderungen der Welt als Partei aufnimmt und in die Politik trägt. Das waren in den 80er Jahren die Grünen und ich glaube, das sind heute die Piraten. Es ist mit Sicherheit ein sehr guter Zug, die Piraten zu wählen, um einfach sicherzustellen, dass Menschen, die unsere Welt verstehen, in der Politik aktiv sein können.